Was wäre die steirische Küche ohne einen Kürbis? Es wäre immer die steirische Küche, aber es ist etwas fehlen. Und was wäre ein steirisches Wirtshaus ohne die Gemütlichkeit oder ohne die Gastlichkeit? Dann wird erst so richtig was fehlen. Ich habe den Betrieb von meinen Eltern vor kurzem übernommen, bin allerdings schon seit 5 Jahren zu Hause und habe in der Zeit schon die Selbstständigkeit kennen und mögen gelernt. Gemeinsam mit meinen Eltern habe ich in dieser Zeit einige Ideen gehabt, die wir gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben einiges entwickelt und an mir ist es jetzt eigentlich an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, beziehungsweise gewissen Sachen noch das Verlauf zu setzen. Ich glaube, heute geht man nicht einfach nur mehr essen, sondern man möchte ein Erlebnis haben. Man möchte die Zeit genießen, man möchte sich wohlfühlen. Und gerade in unserer Branche, wo man so nahe am Gast ist, ist es ganz wichtig, dass man ein gutes Betriebsklima hat, weil der Gast merkt, ob wir authentisch sind, ob wir das ehrlich meinen oder ob wir nur so tun. Und dann sage ich euch, und das verspreche ich euch, bei mir gibt es eine gute steirische Küche mit dem Kürbis und die Gemütlichkeit und die Gastlichkeit gibt es auch. Voten Sie mit. Wählen Sie den Super-Nachfolger. Klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow Me Award gewinnt. followme.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive.